Außer ich darf ein Schild benutzen. Wir haben nur noch den einen. Ja, soll er machen. Ja, also ich würde nachwürfeln, wenn das okay ist. Ja, komm, besser wird's auch nicht. Mach ruhig. Und dann bin ich ausgewichen, ja. Okay. Ich wende mich zur Seite und seine riesige Pranke fährt neben seinem Leib, aber auch neben mir vorbei. Ja, dann nächste Kampfrunde. Er würde wieder nach dir schlagen wollen. Ich sage erst einen zweiten Griff an. Diesmal erschwere ich mir den um 4 Punkte. Und das klappt auch. Dann darf er jetzt seine Attacke machen. So um 6 erschwert. Stackt sich das hoch? Ja. 6 Punkte? Mhm. Nice. Ja, du sitzt auf seinem Kopf. Okay, muss er das nicht noch bestätigen? Er bestätigt nicht. Golems, Tiere, okay. Patzen, alle nicht. Alles klar, dann beiße ich jetzt zu mit meinem Heilgebiss. Dann beißt du. Normaler Biss. Oh, fuck, einen daneben. Dann, ja, wie gesagt, ein großer Kampf, der sich da jetzt entbrennt und Verdauers versucht zu beißen, trifft aber nur ein paar Wurzelstränge, die da wohl noch aus dem Lebensbaum herauskommen. Jalan steht gerade wieder auf. Paras, hilf mir, wo bin ich? Der Baumwürger fällt dich an. Himmels Willen, gegenhalten. Schauen wir mal nach. Ist nicht in die Box. Nochmal, hast du Glück. Baumwürger springt daneben. Halten wir mal gegen. Was hat er so für Eni? Ich meine, es ist egal, er trifft sowieso nicht, von daher ist jetzt egal. Kannst du dann gegenhalten an? Ja, doch, kannst du klar. Natürlich kannst du. Ja, hattest du auch vorher angesagt. Dann kriegst du jetzt den vollen Schaden durch auf den Baumwürger und dein Halbhänder leuchtend, glänzend wie er ist, hiebt in die Flanke und das Feuer von Praios brennt auf den Baumwürger. Dann musst du eben herhalten. Komm ran! Was du, Dromedy? Die verteilt wechselweise erst einmal hier 3 Brandgeschosse. Super. Wenn's die Gegner trifft, so wie sie drauf ist, bestens. Zwischendurch fallen einzelne Kleidungsstücke von ihr mit hinunter. Ja, ganz aus Versehen. Würfel mir doch bitte mal einen Fernkampfbasis, es sei denn, du bietest mir noch irgendwas an, was du noch zusätzlich haben kannst, um zu treffen. Ich kann dir nur einen Fernkampfbasis anbieten, fürchte ich. Dann los. Und wo steht der jetzt? Ich suche gerade. Bei Kampf, Fernkampfbasis. Ach, da oben. Genau. Sieht ungünstig aus. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Dann würfel doch mal bitte 2W10. Der erste, um bestimmen, in welche Richtung das Ziel. 10. Das heißt, du wirst in die Richtung 4 Meter daneben treffen. Die haben einen Radius von 3 Metern. Das heißt, hier fängt jetzt an, so ein bisschen der Strand zu brennen. Denn hier? Hier. Da. Das erste Geschoss. Kannst du noch ein zweites abschmeißen? Natürlich, es kann nur besser werden. Fernkampfbasis. Ach, knapp daneben ist auch vorbei. 2W10. Laut lachend. Natürlich. Zusammen mit den ihr könnt uns nichts. Kleidungsstücken dann einmal nach oben und zwar 8 Meter. Das sind 4 Meter, weil es nur ein W5 ist. Dann bekommen jetzt die Leute 3W6 Schadenspunkte. 3W6. Aua. Entschuldigung. Der Tonkrug explodiert und stiebt einmal. Achso, Entschuldigung, das waren die falschen. Hier und hier. Das waren die aus dem Kampf genommenen. Gar nicht so viel. Ja, dann verwandeln die sich hier gerade so in kleine Fackeln und versuchen weiterzukämpfen. Sieht aber. Alter, Oberleutnant auch getroffen? Dreisperger, nein! Ja, Dreisperger brennt. Ja, komm, 3W6 SP hält der aus. Das sind ja nur 8 Schadenspunkte, also ich war ja gnädig noch. Dann machen wir in der Mitte weiter. Ahmad gegen Exenbus.
Du wurdest gerade mit dem Achfa getroffen und Exenmus möchte gerne einen gezielten Stich ansagen. In den besonders gezielten Stich? Einfach nur einen gezielten Stich und dadurch, dass er mit einem Achfa kämpft, gibt es da Zusatzregeln, aber er zielt auf keine besondere Region. Alles klar. Das ist ein Angriff, erschwert um 4, zusätzlich mit dem Achfa nochmal plus 4 und Rüstungsschutz halbe sind 3, also insgesamt erschwert um 8 Punkte. Um 11, Entschuldigung. Ja, gut, Belhalha will es nicht und er sticht an dir vorbei. Schade eigentlich, hätte ich gerne Meister pariert. Ja. Du kannst jetzt quasi umwandeln. Stimmt, ich habe noch keine Aktion gemacht, ne? Ja, das ist doch das Tolle, dass du umwandeln kannst. Ja, wunderbar. Dann greife ich zweimal an. Erste Mal mit einer altbekannten Zweierfinte. Die wäre gelungen. Er hatte noch eine Erschwernis von 11. Hat also genau pariert. Das ist gut. Und das hat eine Erschwernis abgebaut. Nächster Angriff von dir. Ja. Der ist plus 4, da mache ich keine weiteren Proben, weil er eh nicht parieren kann. Der würde treffen. Dann Schaden. 11 Schaden in minus 6. In Schildarm. 11 minus also 10. 6 sind. Ja, genau. Sind 5 und dann wieder verdoppelt, weil Rondriana. Wäre wieder eine Wunde, oder? Ist wieder eine Wunde. Nee, gar nicht. Er hat eine Wundschwelle von 10, also ab der 11. Okay. Richtig. Jo. Ah, gut, dann gibt mir nochmal eine Kampfrunde. Na klar. Er möchte gezielt stechen. Auf die 11. Beziehungsweise erschwert um 11. Schafft er. Ja, dann versuche ich natürlich ganz normal mit einer 1er Meisterparade zu parieren. Patze. Ja, easy. Nö. Nicht? Dann Nein. wird das jetzt sehr, sehr kritisch. Wir würfeln einmal den Schaden mit Warum? Dem Achfava. Habe ich was verpasst? Gezielter Stich. Aber ich habe doch pariert. Ach so, ich dachte, ach so, weil du sagtest, nicht geschafft. Ah, er hat es nicht geschafft. Ja, genau. Oh, oh meine Güte. Ja, Oha. Dann hau ich ihn mal möchte man nicht. Auf was würfelt der da? Auf eine 16er Parade oder was? 15. Mit dem Achfa war eine 15. Dann... Entschuldigung, ich habe ihm kein Thema geworfen, aber... Ja, ich war gerade auch ein bisschen verwirrt. Nee, er hat den Achfa gerade in der Hand. Habe ich eine 2er Wunde, das heißt, ich habe eine 2er Erschwernis. Dann hau ich einfach mal drauf. Mit einer 16, ach komm. Die eine Finde geht auch mit. Los. Wäre gerade so ein Crit. Gerade so ein Crit, das heißt, genau. Was muss er jetzt parieren? Er muss parieren seine Parade minus 1 und davon die Hälfte. Parade minus 1 sind 14 und Hälfte sind 7. Schade. Buja, Bitch. So richtig schön voll auf die Ömmel mit meinen 10 Schaden in den Schildarm. 30 Schaden, nee, gar nicht 30 Schaden. Der hat 6 Rüstung, 4, 12 4 Schaden macht. 2, achso, 4 mal 3. Genau, 12 Schaden. Ja, kannst du viel abziehen. Jetzt darf er aber wieder eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Also 2, um genau zu sein. Talent, Selbstbeherrschung. Die erste ist erschwert um 2 und die zweite ist erschwert um so viele Wunden, wie auch immer er gerade hat. Ich glaube, das vier, ist... mal 4. Das ist jetzt in den Schildarm. Genau. Da werdet ihr noch 2 Kopfwunden. 2 Kopfwunden? Oder nicht? Eine, glaube ich. Nee, 2. 2? 2. Dachte ich. Aber wenn er nur eine hat, dann ja. 18. Dann würde es aber Sinn machen, dass er... Ja, doch, war eine zweite Wunde. Ich hätte nur eine eingetragen, das war falsch. Okay, dann hat er jetzt 3 Wunden, 2 auf dem Kopf, 1 auf dem Schildarm. Ja, das heißt, er hätte jetzt eine 12er Erschwernis auf die Selbstbeherrschungsprobe gehabt. Weil das eine dritte Wunde ist. Dann damit hätte er die nicht geschafft. Ja, er kann und würde die Wunde auch nicht ignorieren. Er kann die Wunde nicht ignorieren, die habe ich schon eingetragen. Gut, alles klar. Jalan, der Baumwürger möchte ich gerne beißen. Darf ich nicht auch irgendwann mal angreifen? Oder ja, kannst du. Der Oma oder so? Kannst du. Okay. Dann drücken wir ihm doch erstmal schön einen 5er Wuchtschlag rein. Und dann sehen wir weiter.
Das sieht gelungen aus. Kann er parieren? Baumbürger pariert. Die parieren nicht, die weichen aus. Ja, ja, die weichen aus, aber schafft er nicht. Dann machen wir mal Schaden, denn das könnte jetzt dein Ende sein. Mit 20? Ja, doch. Boah, Monster. Beschreib die Szene. Ja, ja, tritt noch einen Schritt zur Seite, nachdem er gerade eben schon den Baumwürger das Schwert in die Flanke gestochen hat. Hebt das Schwert einmal, wie Paios schmettert der Bandstrahl höchst selbst, und statt dem Magier wird jetzt der Baumwürger der dicke Nacken durchgeschlagen. Das Schwert kommt nicht ganz durch, bleibt drin stecken, wird mit einem kräftigen Ruck wieder rausgezogen und man blickt sich nach Feinden um. Oder danach, wo man ist. Ja, über dir, Rote Legion auf dem Dach, Scharfschütze. Der möchte jetzt gerne auf Kiaras. Richtig, der würde jetzt nämlich gerne auf Kiaras schießen. Du bist vorher dran. Ja, ich würde jetzt gerne Befehle brüllen, oder besser gesagt, Kommandos brüllen. Mhm. Dann heißt das, ja, dann du lebst, kämpf gegen den Golem! Dreh mich um zu den anderen Männern hinter mir. Der Anführer ist tot, kämpft, Männer! Dreh mich wieder weiter zum grünen Team. Myria, Scharfschütze auf dem Dach, der Rest folgt mir! Dann kriegst du jetzt einen Pfeil in den Kopf. Unterschaffter mit der 1. Aua. 1. Möchtest du... Ihr habt keinen Chippy mehr, ne? Doch, einen. Einer. Nee, FDA hat den ausgegeben. Ich glaube, den habt ihr ausgegeben. Ja, der FDA ist ausgegeben, um auszuweichen. Das wird jetzt ich sehr, habe, sehr... Ich habe... Kampfreflexe. Das hilft dir kein... Ich krieg eine Erleichterung, wenn bei Überraschung und sowas. Du kannst ausweichen, erstmal halbiert und dann erschwert um 8, weil 1. Willst du es versuchen oder lassen wir es bleiben? Ich versuch's. Versuchen geht immer. 1 geht immer. Es geht immer. Das ist eine 2. Ich glaube nicht, dass du es schaffst. Ich, nee, also 1 ist nicht drin. Dann kriegst du jetzt mal 2 sind 22. Ja, das tut weh. In den Kopf. In den Kopf. Was? Das könnten 32 Kill. In den Kopf. Das könnten 3 Runden. Muss aber nochmal gucken, ob es 33 werden, ne? Stimmt. Nee. Lassen wir bleiben. Einfach gut. 22. Ich werde hier nicht nochmal den W20 schmeißen. Das ist aber, glaube ich, trotzdem eine vierfache Wunde. Es ist Zeit für ein Chippy zu verbrennen. Wenn wir vierfachen Wunden im Kopf, bist du tot. Moment. Wie ist meine Wunschwelle? Wie ist deine aktuelle Wunschwelle? Meine Wunschwelle ist bei 7. Okay, 7 ist da Eisern drin, hast du nicht, nein. Nein. Das sind dann 3 Wunden. Naja, Wunschwelle, die erste minus 2, weil Pfeil. Das heißt, die erste Wunde ist bei 5. Das heißt, der kriegt ganz knapp eine. Was ist denn dein Konsti, um da nochmal nachzufragen? Wie relevant gerade? 13. Das heißt... 5, 11, nee, er kriegt 18. keine Wunde. 26 minus 2 ist vierfache Wunde. Dann ist es jetzt Zeit, den Chippy zu verbrennen. Er kriegt ja nur 22 Schaden. Er kriegt nur 3 Wunden. Der Wagner hat schon recht. Gut, 3 Wunden in den Kopf. Was bedeutet das? Zusatzschaden. Und 2 wie 4? 6. 3 wie 6. 3, nee, 2 wie 6. 2 wie 6 nur? 2 wie 6 nur. Ich weiß es, ich habe schon mal 2 wie 6 gekriegt. Dritte Kopfwunde macht nur 2 wie 6 Schaden. Finde ich persönlich unlogisch, aber ist so. Die ersten beiden machen überhaupt keinen Schaden. Die machen halt Indie-Verlust. Aber er kriegt noch einen Schaden pro Kampfwunde. Bei der vierten Wunde wäre das so, oder nicht? Schauen wir mal nach. Ja, während Kiaras gerade noch brüllt, spürst du, wie deine Stimme plötzlich weg ist. Du begreifst nicht genau, warum. Dann merkst du viel zu spät, du schaust wieder zurück in Richtung von Yalan. Du schaust auf den Scharfschützen. Wo ist der Pfeil? Er hat den Pfeil gerade losgelassen und dann... Du spürst keinen Schmerz. Aber du merkst, wie wohl ein Pfeil in deiner Kehle steckt und Blut läuft herunter und in deinen Kragen hinein. Mhm. Wie viel extra Schaden kriege ich? 2W6. Kannst du gerne selber auswürfeln. Nee, mach du mal. Na gut. Uff. Ich bin tot. Sag Chippy! Ja. Chippy! Er ist in Chippys Gläuten. Ding, ja, ding, möchtest ding, du, ding. Möchtest du den Chippy verbrennen? Ja. Wir haben aktuell noch 4 im Pool. Ich hatte angesagt, ihr könnt die verbrennen, wie ihr wollt. Also ich hab die Wahl, entweder ich sterbe oder ich verbrenne den. Also. Nehm ihn! Ja, musst du wissen. Wenn du einen Charakter bauen willst. Sind ja umsonst. Du bist der einzig geistig gesunde Mann an Bord, nimm ihn. 3, 2, 1. Okay, du verbrennst. Ja, du sinkst auf die Knie, hast nicht verstanden, was los ist und dann wird alles schwarz um dich herum. Ich kann nicht mal den Heiltrank nehmen, ne? Everdaios, du sitzt gerade auf dem Golem und...
willst versuchen zu beißen. Das ist dir jetzt auch irgendwie nicht gelungen. Er würde gerne wieder nach dir schlagen. Ich glaube, sein Angriff ist um 6 Punkte erschwert. Ja, darf ich vorziehen? Du darfst vorziehen, deine Initiative ist höher. Genau, ich mache nochmal einen Angriff, um den Griff zu verbessern. Diesmal schwere ich es mit 4. Und das klappt nicht. Dann ist er dran und... Ja? Genau. Ja, nee. Ja, er ist dran, er darf schon. Sein Angriff ist um 6 Punkte erschwert, ja? Genau. Dann schafft er das nicht. Aber er möchte nochmal zuschlagen, weil er keine Angst vor dir hat, weil es interessiert ihn halt nicht, was du da machst. Okay. Wandelt nochmal um, möchte nochmal und schlägt wieder dabei. Ja, so ein kleiner Tanz entbrennt auf der Kreatur dieses aus diesem Holzgolem und er merkt wohl auch, wie der Magister gefallen ist. Das heißt, er wird selber weiter mit seinen Händen fuchtelnd aus dieser Szenerie versuchen zu türmen. Er rennt nicht, aber er geht. Er versucht zu rennen, aber es ist halt mit der Geschwindigkeit von 10, es ist halt einholbar. Du bist immer noch oben drauf. Was willst du tun? Ihn beißen. Ihn beißen. Ja. Ganz normal bis. Und das klappt auch. Ich bin jetzt verbissen, treffe jede Runde automatisch und der Schaden akkumuliert sich für eine Wunde. Ich weiß nicht, wenn ich den Kopf, also ich beiße ihn ja im Hals, wenn ich den Kopf abgebissen habe. Was macht der Rest von dem Baum dann? Ich glaube, das juckt ihn nicht. Dann ist es raus. Das ist ein Golem, der braucht keinen Kopf. Ich glaube, das ist dem Kacke egal. Ja, wenn ich den Kopf hab. Wie viel Schaden hast du jetzt gemacht? In der ersten Kampfrunde mache ich ihm 5 TP. Ja, er hat eine 5er Rüstung, du knaspelst jetzt an dem Baum herum und du merkst, wie wohl gerade einer deiner Zahnreihen abbricht, aber bei Haien, die haben natürlich mehrere Zahnreihen und die nächsten Zähne werden wohl irgendwann vielleicht nachgeschoben, aber gerade ist gerade dein erster Haizahn abgebrochen. Ja, aber ich bin jetzt im Rausch, ich bleib dran, da wird jetzt... Im Holzrausch. Romini hat gerade die Tuchrüstung fallen gelassen und sitzt jetzt nur noch in Unterwäsche, Unterkleid auf ihrem Stab. Sie ist gerade wie Dreischberger völlig im Wahn. Ein paar Kamortgardisten, ein paar rote Legionäre zerhackt, brennt wieder ist, stürzt sich auch noch auf sie, reißt sie um, sodass sie dann mit ihm auf dem Boden liegen, wälzt sich so ein bisschen auf ihn, auf dem Sand, um sich zu löschen, um sie anzuzünden. Was mit zu tun? Nach Möglichkeit hier noch ein drittes Brandgeschoss abliefern. Perfekt. Und dann hier rüber weitermachen. Okay, dann eine Basis Fernkampf. Und natürlich wird... Ihr könnt uns nichts! Irgendwann klappt's. Irgendwann klappt's. Das ist keine gute Herangehensweise, wenn man mit Brandgeschossen hantiert. 5. Dann fliegst du nur in diese Richtung und zwar 1 Meter. Das ist gar nicht das Problem. War das gerade W10? Warte ich. Ja, genau, 2 W10. Okay. Das heißt, da brennen jetzt die ersten Legionäre. Herzlichen Glückwunsch. Aua. Gut. Dann fliegst du weiter zur nächsten Szenerie. Ich würde dich da auch schon mal... warte mal, du hast jetzt 2-mal geschmissen, ne? Die 1-mal nur. 3-mal. Insgesamt waren es 3 Stück. Ja, genau, insgesamt. Du kannst meinetwegen nochmal schmeißen. Bist Nein, ja schnell erst genug. In der Mitte beim nächsten Mal. Na gut. Die Jungs sind hier gut genug eingeheizt. Ogdan kommandiert fleißig die bekehrten Gefangenen. Ahmad gegen Oberst Exenbus. Wie sieht's da gerade aus? Nicht da so sieht's gerade so aus, dass Ahmad dem guten Exmus eine weitere Wunde geschlagen hat. Ja, er ruft wieder, beziehungsweise blutsprudelnd, Bellala, hilf mir. Und schlägt zu. Er will einfach nur eine. Ja. Finte 2. Trifft er. Ja, dann, warte, selber rechnen. Kommt die allseits bekannte 1er Meisterparade, die sowas von gelingt. Mhm. Und dann kommt die... Wie bitte? Meister pariert.
Ja, genau, mit einem Punkt. Und dann kommt die Zweierfinte. Zweierfinte? Er möchte nicht parieren, er greift selber nochmal an. Und wenn ich das weiß, dann... Also hat er das davor schon angesagt? Nee, der hat Kampfgespür, ne? Ja, er kann umwandeln, wie er will. Aber du siehst das auch. Also du siehst, dass er jetzt keinen Bock auf mehr Parade hat. Er wird jetzt ein zweites Mal zustechen. Dann mache ich einen Vierer-Wuchtschlag. Vierer-Wuchtschlag? Dann kommst du zuerst an. Oh, bitter. Dann bin ich jetzt RIP. Dann kommt sein Achfavar. Und trifft. Kann ich frei ausweichen? Du kannst frei ausweichen. Auf die 1. Ja, verlierst du trotzdem Initiative. Warum nur 1 auf die 1? Achso, wegen der Distanzklasse? Ah ne, S. Er ist auf S, ja. S minus 1 oder minus 2? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, frei ausweichen ist nur 1. Gezielt ja. Ausweichen ist da verdoppelt. Das sollte, dann hätte ich es gerade so geschafft. Ich glaube ja, ne, sollte gelungen sein. Wanderer steht mir bei! Ja, dann verlierst du auch Initiative. Ist aber gar nicht so wild. Er ist ja auch bei tiefen Inni. Jo. Nächste Kampfrunde. Er ist dran. Er möchte wieder zu. Schlagen. Zweimal. Okay. Das 1. Gut. Trifft er. Ja, der schlägt einmal, ne? Okay, dann möchte ich gerne... was für ein Angriff ist das? Ein ganz normaler Angriff. Achso, okay, ja, dann... Der ist so viel erschwert, der hat da keine Lust mehr. Was willst du tun? 3, 2, 1. Ja, stinknormal parieren mit einer 1er Meisterparade. Das ist dann nicht mehr stinknormal. Hau rein. Aber dann habe ich immer noch 19er Wert. Gut, 1er Meisterparade. Er greift nochmal an, willst du vorziehen? Ja, klar. Gut, dann hau rein. Dann mache ich jetzt einen weiteren 4er Wuchtschlag. Bitter! Sein Angriff trifft. Reise ausweichen. Ah, nee, kann ich. Oder? Ja, du, klar, du kannst wieder ausweichen. Ja, nö. Aber das schaffst du nicht. Dann kriegst du jetzt 10 abzüglich 6. Torso. 10 abzüglich 6 sind 4. Ja, ich weiß nicht, 8. 6er Rüstung, ne? Ja. Ja, genau. Dann weißt du jetzt mal frei aus? Ja, genau. Das war ein freies Ausweichen. Du verlierst weitere, ne? weitere Inni-Verlust. Ja, ich bin jetzt down. Bist du down? Ja. Gut. Andere hat mich im Stich gelassen. Dann wird das jetzt sehr interessant. Romilly. Möchtest du... Du siehst jetzt, dass der Rondrianer fällt. Aufgespießt durch eine exische Waffe. Möchtest du... ein Brandgeschoss auf Oberst Echsenmus gezielt fallen lassen oder möchtest du ganz normal Kamot-Legionäre und Söldner angreifen? Brandgeschoss auf Echsenmus. Gut. Mit einem für Sartuaria! Ich gebe dir eine plus 3, damit du nur Echsenmus triffst. Und das ist fair. Plus 3 nur für Echsenmus. Okay. Gott, dann steh mir bei. Wenn du jetzt den Ronny abfackelst. Ich fackel mich selber ab, glaube ich. Ja, machen wir so. Auf welcher Höhe bist du denn? Ich sag mal, du fliegst nicht auf 10, das ist sehr, sehr ungut. Ich sag mal, du bist auf 1 wie 6 Schritt Höhe. Das ist kein Patzer, das merkst du. Ich weiß, das ist kein Patzer. Gut. Ich wollte es nur gesagt haben. Möchtest du dem Rondrianer den Schaden geben oder dir? Ich nehm's selber auf mich. Okay. Regel mir, komm. So, dann 1 wie 6 für die Höhe. Ah, okay, das ist gar nicht so wild. So, dann kriegst du jetzt 3 wie 6 durch das explodierende Geschoss in deiner Hand. 3 wie 6. Die Hexe, nackt wie sie ist, in der Unterwäsche explodiert und wird höchstwahrscheinlich vom Boden, vom Hexenwesen stürzen. Das in dem Sturzflugangriff. Dann 14 Schaden. Ja. 14 Schaden für dich und du liegst, das siehst du jetzt gerade, aufgeschlagen neben der toten Aldare. Ihr fehlt der Kopf. Ist höchstwahrscheinlich explodiert durch eine Geschosskugel.
Ballone. Wo ist dein Token? Hier. Rumli brüllt wie am Spieß. Epadaios wird in der Zeit weiter weggetragen. Möchtest du auf dem Golem sitzen bleiben? Du siehst, wie Chiaras tot am Boden liegt mit einem durchbohrten Kehlkopf. Ich bin sozusagen Blutrausch und ich möchte diesen den Kopf haben. Okay. Dann beißt zu. Beziehungsweise ich glaube, du beißt automatisch zu, weil du verbissen bist. Wie viel Schaden? Genau. Das ist immer ein W6 plus 4. Dann machst du einen Schaden. Weiterer Zahn von dir bricht raus. Golem läuft weiter. Okay. Jalan, du siehst, wie die rote Legion über dir genüsslich sich umdreht. Du siehst gerade durch das Loch, durch das du selber durchgesplittert bist, wie Chiaras tot am Boden liegt und die rote Legion legt einen Pfeil auf. Möchte gerne auf dich schießen. Das macht sie aber sehr zügig. Klar. Kann ich vorhin in Deckung rennen? Klar. Wo das möchtest du hin? Möchtest du hier hin oder dahin? Ich möchte unter das Haus. Ich möchte ihn da erst ausräuchern, bevor ich was tue. Okay, ja. Ohne Athletikprobe gestatte ich dir, er legt einen Pfeil auf und du rennst unter das Haus. Okay. Kannst ihm fiese Lachen hören. Ja, zuallererst mal keine Experimente. Ich trinke meinen Heiltrank. Richtig. Myri hat schon einmal geschossen, das war eine 19, das ist nicht getroffen. Noch eine 19, wieder nicht getroffen. Kind, wir werden so hart trainieren, wenn du wieder da bist. Okay, Heiltrank, 3W6 plus 6. Gar nicht mal so gut. 13. 10 Punkte. Achso, plus 6, Entschuldigung, 36. Was ist 16 plus 13? 29, danke. Eine Wunde schließt sich. Die hatte ich auch so wegignoriert, aber jetzt ist sie immerhin weg. Hast du überhaupt schon Schaden bekommen? Achso, durch den Lärm. Du hast mir einen Pfeil in den Kopf geschossen und einen Passierschlag reingedrückt. Ja, stimmt, hast recht. Ist schon so lange her. Erinnere dich wenigstens an die Qual, die du uns bereitest. Ist schon so lange her, der Kampf dauert so lange. Wo wir gerade bei lange her sind, machen wir bald ein Päuschen? Ja. Weiter geht's. Bin ich noch dran? Dann ist auf dieser Seite eine Tür. Ja, ich gehe hin, tritt die einmal ein, denke vorsichtig in den Kopf heran, schau, ob ich auf mich geschossen wird. Nein, kein weiterer Typ drin. Hörst du ihn aber auf dem Dach herumlaufen? Ja, ich blicke mich kurz um. Gibt es eine Luke, gibt es eine Leiter, gibt es eine Treppe? Ja, wird's geben. Okay, Schild herbei und hoch da. Woher das Schild? Den habe ich natürlich mitgenommen. Den muss ich mir jetzt vom Rücken ziehen für 5 Aktionen, aber ich habe ihn natürlich mitgenommen. Kletternprobe erschwert um 7 Punkte, damit du mit dem Schild hochklettern kannst. Also so, dass er dich nicht abschießen kann. Also du kommst auf alle Fälle hoch. Das ist nur das Problem, dass du auch mit dem Schild so... Ja, aber die packe ich nicht. Nee, dann kletter ich so hoch. Dann nehme ich den Pfeil halt. Gut, dann nimmst du den Pfeil. Er schießt wieder und er wird wieder auf den Kopf zielen. Er ist der Scharfschütze. 8. Die kam an. Ausweichen, erschwert um 8. Eins ist immer drin. Nicht heute. Dann kriegst du 9 mal 2, 18. Ne, Entschuldigung, 9. Wir ziehen die Rüstung ab. 4 sind dann 8. Das ist keine Wunde. Dann kriegst du einen weiteren Pfeil in den Kopf. Mach noch einmal Dong und er gleitet ab. Und du könntest prinzipiell jetzt einen Schirmangriff oder sowas ansagen. Wenn ich das von einer Leiter hochmachen kann, dann ja. Du siehst, wie Ephadaios gerade mit seinem Heizahngebiss von dem Golem in Richtung Dschungel getragen wird. Ich möchte etwas rufen, aber der hört mich auf die Entfernung eh nicht. Doch, es ist zwar Kampflärm, aber dann schrei laut. Ephadaios! Lass los! Das ist es nicht wert! Ephadaios, abspringen oder beißen? Also Jan hat gerade eben für 5 Kampfpunkte sein Schild gezogen. Nee, hat er nicht. Hat er dann irgendwie sich gespart. Zubeißen? Warte, ich mache eine Selbstbeherrschung, um das zu entscheiden. Ja, ich springe. Gut. Dann kannst du von dem Holzgolem runterspringen und der stapft wie ein wandelndes Schild, wie ein wandelnder Schrat, ein Baum, wie ein Holzgolem eben, zurück unaufhaltbar in den Wald. Wir werden ihn wiedersehen. Irgendwann. Während der Vadarius dann zurückrennt, die letzten Kamerad-Gardisten, die hier gerade einfach fertig gemacht werden, einfach umgebracht werden. Der Kreis schließt sich hier. Der Kreis schließt sich hier noch nicht, das gucken wir uns gleich an. Ahmad, du bist kampfunfähig am Boden? Ja, richtig. Chipi verbrennen?
Könnte ich den Chippy verbrennen, um hier diese um 1 misslungene Probe doch noch geschafft zu haben? Um 1 misslungene Probe? Richtig. Von spät, oder? Von wem? Ich muss gerade gucken. Von mir. Weil er mich danach gehauen hat. Wenn du ihn verbrennen willst, dafür, ich weiß nicht, ob das sinnig ist, also... Naja, ich würde ihm Schaden machen. Okay. Dann mach Schaden. Ist das Verbrennen okay? Jo, ist dein Chippy... Es ist wohl seiner. Ich meine, ich finde, es ist ein bisschen spät, um das jetzt noch zu machen, muss ich gestehen. Ja, aber verbrannt ist nochmal anders als... Verbrannt ist verbrannt, das ist wahr. 12 auf... Schwertarm. 12 auf den Schwertarm. Wir ziehen eine Rüstung von 6 ab. Wieder mal 2 sind... Wieder eine Wunde. Ja. Wieder eine Wunde. Wie viel Leben hat er noch? Weiß ich nicht, wie viel Leben der noch hat. Du solltest das doch abstreichen. Von ihm? Du sagst ja, aber ich glaube, mit den nächsten 12 wird er, glaube ich. Wir schauen uns jetzt gerade nochmal seine Selbstbeherrschung an. Ja, wie hätte ich das denn machen sollen? Ich kann ihn doch eh nicht einsehen. Du kannst ja deinen Token ändern, doch. Der Token. Token roter Markierung. Das machen wir schon 18 abgezogen. Ich weiß nicht, ob seitdem nochmal was war. Ach, das ja, war ja. Okay, genau. Ja. Also er wird wahrscheinlich zusammenbrechen. Ja, und danach würde dann Achmed wahrscheinlich auch noch zusammenbrechen vor Erschöpfung. Ja. Gut, dann brichst du zusammen. Romilly, bist du noch bei Bewusstsein? Ja, das ist kein Problem. Ich reiß mir das brennende Gewand vom Leib. Das Unterkleid und jetzt stehst du völlig nackt da. Das ist mir scheißegal, ich bin tierisch sauer. Ja. Wenn mein Heiltrank nicht zerbrochen ist, kipp ich den jetzt in mich rein? Was will ich denn da für eine Probe haben? Glückswurf, W20, hoch oder tief? Glückswurf? Gib mir mal eine Hauswirtschaftsprobe. Erleichtert um 3. Bei mir gibt's keinen Glückswurf. Erleichtert um 3, Hauswirtschaft. Okay, auf was leite ich ab? Fingerfertigkeit 7, glaube ich. 7, ja. Mach einfach eine Fingerfertigkeit plus 7. Ich hoffe, das kann auch schon genug. Der ist im Arsch. Ja. Du siehst, wie du auf dem Bauch landest, neben dir die Tote. Mit abgerissenem Kopf Valdare, du selber brennst, hast dir die Unterkleidung vom Leib gerissen. Achmed und der Oberst sind gerade beide tot zusammengebrochen. Um dich herum die letzten Kämpfe. Die Kamond-Legion wird hier wohl aber gerade besiegt. Mit was? Einem Uckdern macht sie nieder, erhebe ich mich dann nochmal mit meinem Besen. Wild brüllend, kreischend. Ich fliege hier zu unseren Leuten rüber. Wohin? Dahin. Dahin. Ja, die haben gewonnen. Kiaras ist tot. Krieg ich eigentlich irgendwann mal in Schafe zum Dach gestoßen? Oder? Ja, da musst du jetzt den Sturmangriff wieder einmal würfeln. Ah, also doch. Ich hatte nur kurz Elferdaus vorgezogen und dann. Ja, der ist durchgekommen. Das macht dann, warte, plus 4, plus nochmal 3 von halber Dings, also plus 7. Auf den normalen Schaden oben drauf. Das ist eine 6, das sind 23. Möchtest du noch eine Kampfzone haben? Oder? Ja. Erzähl mir was Schönes. Kampfzone kannst du würfeln. Ich tue, die Leiter ist relativ breit. 1, 2 schnelle Schritte nach oben. Das Schwert, mehr wie einen kurzen Speer, unter den Arm geklemmt. Ramme ihm den einmal vorne in den Torso. Und schiebe ihn mitsamt dem Ding einfach von der Seite hin vom Dach. Er fällt dann noch in die Überreste des Käfigs unten rein und bleibt da dann hoffentlich regungslos liegen. Denn ansonsten springe ich hinterher. Nee, er ist hoffnungslos tot. Dann recke ich das flammende Schwert einmal in die Luft, blicke mich um, wir sind am Gewinn. Männer! Hört mich! Hier rum und dann in die Mitte! Zerschlagt sie wie Prios schmetternder Bannstrahl! Ja, Myria wird zusammen mit Oberleutnant Drachhorst, ein weiteres Mal die Infanterie in Zitrone hier einmal um das Haus herum lenken. Die restlichen Kamord-Legionäre werden aufgerieben. Nach etwas Zeit könnt ihr einen weiteren Kanonenschuss hören von der mittleren Rotze. Einige Schützen, die dann hier auf dem Oberdeck zusammengetreten sind, werden hier einmal runterschießen. Und dann ist es plötzlich sehr, sehr still.